Jo, willkommen zurück zu Zelda Puzzle Dudes Quest und ja. Sachasralla, wo bist du? Ich suche dich. Der olle Sack ist verschollen. Ja. Die Frage ist, wie komme ich jetzt auch in den nächsten Dungeon? So ohne Buch von Modora. Würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahin. Und wenn ich viel Glück habe, brauche ich das Buch vielleicht gar nicht. Weil da, ja, ne? Weil eben diese Statuen da nicht im Weg stehen. Okay. Safe State geht auch noch. Lalalala. Ansonsten werde ich halt irgendwie einen anderen Weg oder sowas suchen müssen. Probier. Oh. Ich glaube, zum Sora kann ich erst, wenn ich das Krafthandschuh habe. Wow. Ha. Das war perfekt ausgewichen. Runter. Ich hätte gerne meine Pegasus-Stiefel. Sonst muss ich kurz mal gucken. Ja, diese Brücke, die nicht existiert. Moment, was ist denn da rechts eigentlich? Ne, von hier aus kann ich ja nicht. Vielleicht finde ich da hinten was. In diesem Spiel muss ich, glaube ich, wirklich überall suchen. Weil das ja alles jetzt so an verschiedenen Orten geworfen ist. Das. Au, stirb. Dass ich jetzt gar nicht mehr sicher gehen kann. Moment, da brauche ich nicht hingehen und Moment, da muss ich jetzt doch hin. Ja, komm mal her. Und überall nur noch rote Ritter. Die roten Ritter haben ja alles eingenommen. Ja, komm. Geh weg. Danke. Hier haben wir nichts. So im Gras versteckt ist auch nichts. Und hier konnte ich. Oh! Na, da könnte eventuell Teleporter zur Schattenwelt sein. Okay, hier scheint es halt nichts zu sein. So, ich frage mich gerade, kann ich da überhaupt nach unten in der Stelle da? Well. Ich meine, da war der Weg irgendwie blockiert. Wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten. Dann gehen wir erstmal dahin in die Richtung. Das dauert ja auch schon wieder mal ewig. Hast ja so wundervoll getroffen. Weil ich den ganzen Weg außen rum gehen muss. Wahrscheinlich jetzt auch der falsche Weg hier. Oh! Geh weg! Okay, war doch nicht der falsche Weg. Ich könnte jetzt nochmal hier ins Schloss reinspringen. Will mir nur halt noch nichts bringen. Tschüss! Ja, Moment, da ging es nicht weiter. Na? Gut, dann gehen wir nach Süden. Süden, Sweden. Ich gehe nach Schweden. Ich gehe aber in die falsche Richtung. So, das. Ne, hier ist falsch. Stopp, stopp, stopp. Ach ja. Die schöne Stelle, wo man direkt in den Gegner reingeht. Wow! Gespawnt wird. Schön, dass ich gar kein Herz bekomme. Idioten. Mal weg. Na? Schön, dass du mir die Klinge läufst. Könnte ich jetzt hier. Nein. Na gut, es bleibt aber noch ein Weg. Und zwar unten vom Hylia-See aus. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Guck, guck. Guck, 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 guck. Tot. Wow. Geh weg. Böser Vogel. Ja, Pfeile habe ich auch schon die ganze Zeit voll. Nö, Feuergugel kriegt mich nicht. So. So, vielleicht kann ich von hier aus dahin weiter.
gleich gemerkt, dass ich mich nach oben gedreht habe. Ich dachte, ich würde immer noch nach links gucken. Da oben habe ich schon ein paar Holzflöcke gesehen. Hier kann ich anscheinend auch weiter. Ja. Nein. Ja, das Spiel hat mir gerade in einer schönen Sprache gesagt. Leck mich, du kommst hier nicht rein. Na gut. Letzte Chance. Hier lang. Wenn der Weg auch nicht klappt, dann habe ich ein Problem. Was? Wo kommst du denn her? Was war das denn für ein Hanswurst, der sich da im Gebüsch versteckt? Vor allem, wo? Hallo? Wie hoch ist dieses Gras, dass er so ein ganzer Mensch verstecken kann? Da geht's auch nicht weiter. Aber hier kann ich weiter. Hurra! Da, schon wieder! Achso, da kann ich gar nicht durch. Ah. Okay, das hat mir jetzt auch nicht sehr viel gebracht. Da ist gar kein Gras mehr, in dem du dich verstecken kannst. Könntest. Oh! Wo kommt der Vogel denn her? Hab ich ja gar nicht gesehen. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ja, das war gut geschossen. Okay, hier kann ich auch nichts machen. Da muss schon wieder so ein Teleporter in die Schattenwelt. Da kann ich auch nicht lang. Ich laufe so falsch, weil ich das Buch von Modora nicht habe. Habe ich noch nicht, oder? Nö. Da kann ich auch nicht lang. Ja, schön. Was? Wo kommt der von der Seite her? So, was haben wir hier? Desert of Mystery. Klingt ja schon mal schön. Und anscheinend kann ich da auch weiter. Oh, hi. Du bist stumm. Pay no attention to the average middle-aged man standing by the sign. Also ich soll den alten Mann da einfach mal in Ruhe lassen. Komm her. Was? Das ist eine Höhle. Speicher mal. Oh, gut, mir fehlt eine Fee. Perfekt. Na gut, na gut. Dann gehe ich da nachher hin, wenn ich den Krafthandschuh habe. Wenn es den hoffentlich hier auch gibt. Okay, geht schon mal nicht lang. Also ich muss sagen, hier sind eine Menge Tiere gestorben in dieser Wüste. Mhm. Die haben Tierchen. Eine Menge Tiere ist gut. Hier ist eine ganze Büffelherde in der Wüste gestorben. Mit Mama, Papa und Kind. Und allen anderen Verwandten. Geht's hier weiter? Ja oder nein? Was? Was machst du denn hier, Sahasrala? Wer bist du denn? Agina. Ja. Ein schöner Name. Ja, ich konnte etwas spüren, dass irgendwas passiert. Irgendwas passiert im Goldenen Land. Im Goldenen Land, was die 7 weisen Männer versiegelt haben. Das muss ein Omen sein. Von dem großen Kataklysm. Der großen Zerstörung, bla. Die Prophezeiung sagt: Der Held wird in der Wüste stehen und das Buch von Modora halten. Wenn du das Buch von Modora hast, kannst du die Sprache der hylianischen Leute sprechen. Es sollte in einem der... Was? Irgendwo im Dorf sein. Muss es holen. Nein! 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 Warum? Warum tust du mir das an, du Penner? Natürlich. Müssen wir wieder zurücklaufen ins ganze Dorf. Aber bevor ich das mache, checke ich den Palast ab. Nicht, dass mich der Penner hier verarscht.
und meint, ja, du musst das Buch holen. Dann gehe ich da hin und, was zum Teufel? Was zum Teufel? Und dann gehe ich nachher da hin und dann merke ich, Moment mal, ich brauche gar kein Buch. Der Arsch hat mich verarscht. So, was ist denn hier drin? Ah! Tschüss. Mal sehen, hast du mich verarscht oder nicht? Ja, anscheinend nicht. Da ist eine Tafel. Doch! Ah! Geht weg, ihr Wüstengrabscher. Ah! Au. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Sag mal, bin ich Aas oder was? Und hab schon Geier hier um mich kreisen. So, geh weg. Oh, hallo, muss man da. Gut. Wir nehmen die schnelle Variante ins Dorf zurück. Scheiße, blöd und latscht da jetzt hin. So, Jessys Haus. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wie kann man nochmal ins Dorf. Ja, genau, da links und dann da hoch. Dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück, dann hier runter und dann da und da und da und da und da und da und da. Ne? Konnte doch keiner früher sagen, dass ich da ein Buch und sowas brauche. Verdammt, falsche Seite. Da! Nein, Sackgasse. Geh weg, du tötest mich. Schön, wie ich schon wieder tot bin. Moment mal, ich verbrauche eine Fee. Nö, ich will keine Fee verbrauchen. Ich rede nochmal schnell mit dir. Bla, 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 bla. Der sagt, du hast Prophezeiung und der Held hält ein Buch hoch. Holle die Waldfee. Ich sehe da unten gerade... Wieso habe ich keine Bomben? Das ist alles deine Schuld. Darf ich dich töten? Hier, warte, ich schneide dich auf. Naja, du bist der Agina. Ich glaube, das ist nur dein Nachname und du heißt V mit Vornamen. So, nochmal raus. Safe and quit. Jetzt würde mich interessieren, was ist das? Ah, ne, das ist irgendwo... Mountain Cave? Ah, it's a trap. Natürlich. Moment, habe ich jetzt nochmal gespeichert, nachdem ich mit ihm geredet habe? Vielleicht kriege ich das Buch erst, nachdem ich einmal mit ihm geredet habe. Wer weiß. You must get it. So. Jetzt gehen wir wieder mal raus. Und zu meinem Haus. So. Okay, gehen wir los. Link auf der Suche nach dem Buch von Modora, das sich irgendwo im Dorf versteckt hält. Was für ein gemeines Buch, das sich da immer versteckt. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Blä, 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 blä. Aua.